Hallo, meine Lieben. Ja, mir geht es zwar immer noch nicht besser, aber ich kann einfach nicht mehr rumliegen. Und ja, ich wollte euch eigentlich heute Morgen schon was zeigen, was ich gestern Abend angefangen habe, weil wenn man den ganzen Tag schläft, dann ist man abends natürlich wach. Deswegen ist überhaupt gestern das Video noch online gekommen, vom 8. Adventskalendertürchen, weil ich hochgegangen bin und auf meinen Computer geguckt habe und gesehen habe, ups, was ist das denn? Du hast das ja noch gar nicht fertig hochgeladen, also noch nicht abgeschickt, dass es dann öffentlich gemacht wird. So, und zwar habe ich, das ist natürlich noch nicht fertig, ich mache mal mein Dings hier aus, zack, so. Ich habe mir gestern ein Büchlein gebastelt, wie gesagt, noch nicht fertig. Ich habe das mit so einer Fadenbindung gemacht und ihr seht, da ist auch noch Platz, also da kann auch noch was rein. Als Außencover habe ich diese Tapete genommen, die habt ihr vielleicht gesehen in dem Video. Ich habe Miss Fruchteis ein paar Sachen geschickt, die ich aussortiert habe, unter anderem auch Tapete, also diese Tapete. Ja, dann geht es hier drin weiter auch mit der Tapete noch und jetzt kommen hier lauter leere Blätter, auch ein paar Funktionen und die habe ich gesehen auf dem Kanal von Dani Preuß und das Video, wo ich diese Teile, die hier eingebaut sind, gesehen habe, das werde ich euch mal unten verlinken. Dann habe ich hier ja, so ein Zettelchen, hier ist noch ein bisschen Tapete und auf der Tapete, weil die ja natürlich sehr dünn ist, hatte ich hier Volume geklebt und also das wollte ich eigentlich als Seite reintun und ist mir aber beim Falzen zerrissen. Und dann habe ich gedacht, ach egal, dann klebst du das so rein. Und ich habe es hier an den Seiten noch ein bisschen verstärkt und habe da jetzt eine Tasche draus gemacht. Und da sind schon ein paar so ein Täschchen hier, was ich genäht habe, was dann noch mit rein soll. Das wird dann noch mit reingeklebt. Da kann man dann Sachen drin aufbewahren. Das hier ist noch so ein Ziehelement. Da, das baue ich auch irgendwo noch mit ein. Hier eine Gorschis-Puppe, wo ich mal, ja, die ich irgendwann mal koloriert habe. Und da die Herzen, die haben mir wohl nicht so gut gefallen, als ich die koloriert habe. Und deswegen habe ich die weggepackt. Aber eigentlich gefällt sie mir doch ganz gut. Ja, und das hier hatte ich letztens ausgestanzt. Da steht dann drauf: Have a Holly Jolly Christmas. Und ja, den Rahmen habe ich auch aufgehoben, weil der schön ist. Und ich habe mir gedacht, ach, die Sachen kann ich hier drin bestimmt irgendwie noch verwenden. Und ich möchte das als Fotoalbum benutzen. Und zwar, ja, ich glaube hauptsächlich jetzt so für diese Weihnachtszeit. Es ist zwar sehr bunt und passt eigentlich nicht so wirklich zu Weihnachten, aber mal gibt es halt mal bunte Weihnachten, warum nicht? Diese Papiere hier, die sind aus einem Block, die mir Miss Fruchteis netterweise mitgeschickt hatte. Das hatte ich bei ihr in einem Video gesehen, fand das so toll. Ja, und hier in der Mitte ist so ein kleines Pocket und da drin habe ich den Knoten versteckt. Da unten seht ihr ihn, den Knoten von der Bindung versteckt. Ja, und dann geht es jetzt theoretisch auf der anderen Seite genauso unspektakulär weiter. Hier ist auch wieder so eine Tasche, da ist nur noch nichts drin. Hier die Tapete, also ist ja klar, ist ja immer. Hier haben wir ein Schiebeelement, das ist auch in dem gleichen Video. Also es sind drei Teile hier eingebaut und die findet ihr, die Anleitung dazu findet ihr alle in einem und dem gleichen Video, was ich euch verlinke. Das ist das dritte Teil. Hier auf die Seite soll ein Foto und hier ein Herzchen und dann dreht sich das halt so. Genau. Ja, und dann quasi nochmal hier das Ende. Ja, und das war's. Und da werde ich mir halt ein Album machen und werde ja, Bilder, die jetzt so im Dezember oder November, keine Ahnung, so in der Vorweihnachtszeit, Weihnachtszeit entstanden sind, reinmachen. Vielleicht hebe ich es mir aber auch sogar auf und weil jetzt schon viele Sachen halt gewesen sind, die ich nicht fotografiert habe, vielleicht hebe ich es mir auf und mache dann im Frühling, ja, fange dann an, da Bilder reinzumachen. Mal gucken. Läuft ja nicht weg. So, das kommt einmal hier nach hinten. Ja, und wie gesagt, ich kann einfach nicht mehr auf dem Sofa liegen und schlafen. Es geht einfach nicht mehr. Und ich kann auch nicht mehr im Bett liegen. Und ich möchte einfach gar nicht mehr liegen. Ich möchte jetzt was tun. Und dann klingelte der Postbote und das kam genau richtig. Und zwar, guckt euch das an. Da-da-da-da, eine Jellyplate. Und zwar eine riesen Jellyplate. Also ich wusste ja, dass ich mir eine 30x30 Jellyplate bzw. 12x12 Inch bestellt habe. Weil irgendwie habe ich aus dem Kopf verloren, wie groß das tatsächlich ist.
Ja, es ist jetzt nicht diese Originalfirma, die vielleicht viele kennen, aber das ist mir ziemlich wurscht. Ich habe mir Videos angeguckt, ich habe gesehen, dass diese Jelly Plate eine gute Qualität hat und das ist das Einzige, was für mich zählt. Ja, die ist hier gerade noch ziemlich fest. Ich packe die mal. Ups, lass die nach hinten. Da ist noch Folie drauf, die ziehe ich jetzt mal ab, dann war die nämlich nicht mehr so fest. So, hier hinter ist jetzt noch eine Folie. Da, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, da, genau. Die lasse ich aber drauf, weil was soll ich die abmachen? Ja, und es fühlt sich schon so geil an, ne? Ja, Jelly Plate ist schon was Cooles. Wie gesagt, meine, die ich mir immer selber gemacht habe, die werden halt mit der Zeit schlecht. Und dann macht man sich wieder eine neue oder wenn man es rechtzeitig merkt, dann kann man sie ja auflösen und man kann sie halt öfter verwenden. Aber es ist halt kein Vergleich zu dem, ne? Also man hat meistens auch noch ganz kleine, obwohl ich immer viel mit Papier drüber gehe, wenn ich die gieße, also wenn sie dann flüssig ist und ich dann alles in die Form gieße, dann gehe ich ganz oft mit Papier drüber, damit diese Bläschen weggehen, aber ein paar bleiben immer. So, jetzt habe ich mir hier einen ganzen Stapel Papier zurechtgelegt und habe mir eine Kiste zurechtgemacht. Oh ne, stelle ich lieber nicht auf die Jelly Plate. Mache ich lieber mal so. Ich hoffe, das funktioniert. Schwupp, so. Tausche einmal. Ja, und hier habe ich jetzt allen möglichen Krempel drin. Ein paar von meinen Lieblingsfarben. Acrylfarben habe ich jetzt hier reingepackt. Dann so ein bisschen Krempel, den man benutzen kann, um Muster zu machen. Also eigentlich, manche würden sagen Müll. Ich würde sagen, kann man super benutzen, um da Muster reinzubekommen, dann natürlich die Rolle, die man immer braucht, um die Farbe zu verteilen und hier einen ganzen Stapel mit Schablonen. Ja, mein Schreibtisch wird hier gleich wieder im Chaos versinken. Versuche mir mal die Sachen ein bisschen hinzusortieren wenigstens. Ja, und was natürlich auch nicht fehlen darf, ist eine riesen Ceva-Rolle. Und die finde ich total cool, weil die ist komplett ohne Folie und ohne Innenhülse sogar. Also, wenn man die aufmacht. Dann sieht die so aus. Man kann die komplett verwenden von DM. Weiß nicht mehr, was sie gekostet hat. Aber ja, kein Plastik. Und man hat halt super viel. Man hat 130 Blatt hier drauf. 24 mal 26 ist wahrscheinlich ein normales Maß sein, nehme ich mal an. Und die wischt sehr gut. Ich habe die auch schon unten in der Küche. Die ist sehr gut. Genau, so. Dann, was ich unbedingt ausprobieren wollte, waren diese Farben hier. Die habe ich nämlich schon ewig irgendwie im Schrank stehen. Das sind auch, doch mal stehen da. Mensch, will nicht so. Sind auch coole Farben dabei. In der Kamera kommen die leider nicht so gut zur Wirkung, wie die in Wirklichkeit aussehen. Das sind nämlich so richtig krasse Neonfarben und die hier auch noch, ja. Also, richtig cool. Genau, die stelle ich mir hier oben an die Seite. Und dann, ja, werde ich jetzt ein bisschen rummanschen und werde hier einfach ein bisschen kreativ mit meiner Jelly Plate rumwerkeln und lasse die Kamera laufen. Ich mache euch Musik an, damit ich hier ein Hörbuch hören kann. Und ja, wenn mal irgendwas ist, wo ich denke, das muss ich jetzt unbedingt erzählen, dann kann ich das ja mal reinschneiden. Wundert euch nicht, ich dampfe auch zwischendurch. Das ist ja jetzt hier nicht so ein professionelles Video, wie man gerade an meiner an der Unorganisiertheit merkt. Ist jetzt hier kein Profi-Video. Ich mache einfach nur die Kamera also nebenbei an, während ich halt bastle. Und ja, wer keine Lust hat, schaltet jetzt einfach aus. Und ansonsten spult ihr ganz vor und am Ende zeige ich dann nochmal die ganzen Papiere, die dann so entstanden sind. Nehme ich mir jetzt einfach mal so vor. Okay, ihr Lieben, dann wünsche ich euch viel Spaß und ja, wir hören uns bestimmt zum Ende nochmal.